Gott! Ja, Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's doch gut, oder? Oder? Ist das wild? Leute, ich habe nichts vorbereitet. Überhaupt nicht. Gar nichts. Überhaupt nicht. Ich habe gelebt. Wirklich. Leute, ich hoffe, es geht euch verfickt gut. Ohne Scheiß. Ey, wir haben uns so lange nicht gehört. Das ist wirklich krank. Ich mache hier Mucke irgendwas an. Oder ich war sau lange nicht am PC. Ich habe keine Ahnung mehr davon. Wirklich, ich habe so viel Unterstützung gebraucht, um dieses Stream hier am Laufen oder zum Laufen zu bringen. Es ist die Hölle. Wir gehen auf Chat-Sequenz und gucken, ob irgendwas klappt. Oh, ich habe so Angst eigentlich. Ah, ja, nee, geht schon. Leute, was geht ab, Mann? Danke für jeden Resub schon mal. Wir lesen das später vor. For real, for real, for real. Danke für den Support. Leute, Miete zahlt sie nicht von selbst, oder? Okay, letzten 10 Monate wurde sie auch irgendwie bezahlt. Das stimmt schon. Aber ja, mal gucken, ne? Aber es ist der Comeback, weil broke. Let's go, Leute. Ey, ihr müsst doch Instagram kurz abchecken. Ich habe gestern schon gezaubert mit einem Bild auf Instagram, oder? Alter, ich habe so viele Sachen erlebt. Ich habe so viele Sachen in der Pipeline. Instagram könnte ich, glaube ich, ein Jahr lang könnte ich Instagram einfach so bespielen. Mit lustigen Fotos, wo ihr so denkt, hä? Was zur Hölle ist das? Pass auf, wir fangen an. Hier gestern. Oh, Digga, davor habe ich jetzt am meisten Angst. Zum ersten Mal mein Bildschirm wieder zu zeigen. Heilige Scheiße. Ey, ihr dürft auch nicht vergessen, ne? Morgen geht CraftTech los. Wir haben gestern schon ein bisschen aufgenommen. Ich habe gestern schon gespielt. Ich habe gezaubert. Morgen geht's ganz geil los. Oh, Hype Terror Level 16. Ich sehe es gerade. Vielen lieben Dank. Ich muss erst wieder lernen zu streamen. Pass auf, ich zeige euch jetzt. Bam! Das habe ich gestern gepostet. Ja, na klar. Die Hose ist verrückt. Ja, nee, die Hose ist schon ganz geil. Weil das hier ist mehr blau als grau oder schwarz. Also ich glaube, erkennt man aber auch. Und blau zu so ein bisschen... Digga, traumhaft. Das war traumhaft. Ja, ich habe mit Chiago gechillt. Nicht nur einmal sogar. Es war wirklich funny. Es ist super viel passiert. Also wirklich, es ist so viel passiert. What the fuck? Das habe ich gestern gepostet. Pass auf, was ich heute gepostet habe. Wir gehen von national zu international. Bam. Ja, wie krass ist das denn? Ja, wie krass ist das denn? Also das fand ich mit am Peaks. Also piekigsten. Alter, ich glaube, viele von euch wissen wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr so komplett, wer er ist, so vom Ding her. Aber es ist verfickt. Nochmal. Pass auf. Er ist halt auch alt geworden, ne? Ich habe ihn am Anfang auch nicht direkt erkannt. Aber wir haben hier... Bro, ich hab's nicht gecheckt. Der Mann, mit dem habe ich so gelabert. Hallo. Ja, Streamer. Nee, momentan eigentlich nicht. Ja, ja, geil. Digga, einfach... War krass. War aber auch ein Aura-Moment. Also das war schon krass. Ich habe immer dann so überlegt, okay, mit wem habe ich alles gechillt? Wer meistens so Aura hat, wo du so im Raum warst und gedacht hast, okay, der nimmt dich schon irgendwie ein. Das ist krass und so. Schon sehr krass. Und vor allem auch Stimme. IRL. Heftig. Heftig. Krank ist das. Also das ist crazy. Bro, will jung klingen mit Aura? Nee. Nee, ich glaube, ich sage ganz viele andere Sachen, die jung klingen sollen. Aber ich versuche alles im Stream zu vermeiden. Ich muss wieder meinen richtigen Wortschatz aufbauen. Wirklich, privat, mein Wortschatz vor die Hunde gegangen. Also ich laufe rum und sag sowas wie, ja, ich sag die ganze Zeit Walla. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Bin am Arsch. Leute, ich habe so viel gechillt. Ich bin gereist, Freunde. Ich war überall. Oh, ah, da war ein Alert. Ich habe den noch nie gesehen. Ah, leise. Nein. Ich habe es nicht gehört. Traumtänzer hat das vorbereitet. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe nur kurz gedacht, da ist ein Leak drin. Wäre nicht so chillig, oder? Bro hat einen sechsstelligen Betrag bei Twitch liegen und sagt, ihm fehlt das Geld nicht. Oh, ho, ho, ho. Hä, das ist gut. Das war gut. Dankeschön. Ne, Leute, ich wollte irgendwas anderes sagen. Ich habe komplett meinen Kopf gefickt gerade. Ich bin wirklich viel gereist. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt direkt alles erzähle. Na, doch, doch, komm, scheiß drauf. Ich kann natürlich nochmal später alles genauer erzählen. Aber ich habe auch nicht mehr gedacht, so, ich mache jetzt so eine komplette Präsentation. Ich dachte so, nee, ich erzähle einfach im Laufe von Craft Attack, erzähle ich euch alles. Pass auf, ich war, boah, ich habe Stream ausgemacht, Sabaton Stream, Weihnachten gefeiert. Arschgeil. Dann, gemacht hast, abonniere ich auch wieder. Hat da jemand gesagt, ich habe meine Steuern nicht gemacht? Ich habe die wirklich nicht gemacht. Bruder, das ist das Einzige, was ich noch verkackt habe. Hey, dankeschön, Leute. Ich sehe es nicht mal. Pass auf, Leute. Ich bin gereist. Es ist Sabaton vorbei gewesen, bla bla bla. Weihnachten gefeiert. War urgeil. War richtig geil. Spaß gemacht. Danach bin ich, glaube ich, relativ schnell. Ja, ich kann euch nicht die genaue Geschichte erzählen, weil ich auch ein bisschen delayed gekommen bin. Aber ich würde sagen, ich habe innerhalb von 2 Tagen. Nee, 1 Tag. Ich habe was gesehen und dann habe ich gedacht, weißt du was? Ich muss nach Thailand. Dann war ich Thailand. Ich war Koh Phangan ein bisschen am Chillen. Hat super Spaß gemacht. Mit Rivi schreibt jemand. Hm, nee, ich weiß. Ja, doch. Rivi war auch dabei. Aber das ist der Punkt. Ich kam da erst so delayed an. Da waren auch mehr dabei. Aber das war so Plan 1. Ein Tag, ich habe gesagt, okay, weißt du was? Ich habe das gesehen. Ich glaube, Digga, das ist es jetzt einfach. Bam, Flug gebucht, losgeflogen. Einfach zack, Koh Phangan angekommen. Geile Zeit gehabt. Roller gefahren. Bisschen Kokosnuss an so Stränden getrunken. Alter, boah, also ich glaube, so vom Runterkommen-mäßigen und so vom, so, ja, ich weiß nicht, schwierig zu erklären. Aber es war schon so einer der geilsten Urlaube, die ich je hatte, glaube ich. Ich habe es auch eine Massage, da gab es
tausende Massagen. Also ich glaube, es gab keinen Tag, an dem wir keine Massage hatten. Das ist aber auch verdammt gottlos da. Du gehst da halt hin und dann zahlst du, I guess, 3,50 Euro für eine normale Massage. Ja, Leute, eine normale Massage so, aber also so Thai-Massage war das. Mit so Kokosöl. Arschgeil war das. Normal. Ja, nee, aber das ist, ja, also jetzt hör drauf. Das war nicht alles. Dann, Achtung, von Koh Phangan was gemacht? Naja, nicht direkt nach Hause, weil wir haben jetzt ja schon so ein bisschen Flugmeilen gesammelt, ein bisschen rumgeflogen so. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon so weit, so ein bisschen östlich bin, haja, Japan! Oh mein Gott, Japan! Und Japan, halt genau das Gegenteil von Thailand. Nicht, weil es besser oder schlechter ist, sondern was einfach anderes ist. Und das hat so Spaß gemacht, Alter! Leute, wir machen weiter. Es war nicht vorbei. Nach Japan... Boah, Digga, ich krieg's nicht mal mehr auf die Kette, wann alles war. Okay, ich zähl auf. Es gab dann noch einen nicen so Amsterdam-Trip. Der war ein bisschen länger. Nee, war ein bisschen kürzer sogar. Der war ein bisschen kürzer. Es gab einen Türkei-Trip. Der war ganz chillig. Der war echt geil. Der hat richtig, richtig Bock gemacht. Es gab einmal Schweden. Dann aber, pass auf, nach Schweden, es kam trotzdem noch mehr. Und zwar gab's auch... Und das fand ich mal mit das Geilste. Aber das war auch das, würde ich sagen, letzte mäßig, was ich getan habe. Na, nee, war es nicht komplett, aber das vorletzte. Amerika! Alter! Also, ich habe wirklich, also das war halt wirklich krass. Also, die 10 Monate, ich habe es wirklich enjoyed. Ich war, ich glaube, die wenigsten Tage, es war, wenn es hochkommt, ich würde sagen, so 3 Wochen vielleicht, war ich abends einfach bei mir zu Hause. Ich war halt immer unterwegs. Immer die ganze Zeit. Das ist schon echt crazy gewesen. Aber Amerika war gigageil. Amerika hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich war sehr nah an XQC, aber ich würde es nicht sagen getroffen, nee. Scheiße. War nicht mein Ziel. Also Amerika, ich hatte, also, ja, ich weiß nicht, was ich Amerika alles sagen kann. Ja, eigentlich juckt sogar. Ja, Amerika waren Streamer-Kollegen dabei, wa? Würde ich sagen. Also, aber Amerika war geil. L.A., ich hab's geliebt. Digga, L.A. ist so geil. Alter, wirklich. Problem an L.A. ist natürlich, Digga, so USA ist schon abgefuckter Shit und so. Nee, Amerika war ich auf jeden Fall dabei. Das hat richtig Bock gemacht. Das war richtig geil. Nach Amerika, Bruder, jetzt wird's so, ja, jetzt kommt dieser harte Twist. Ja, nach L.A. Warnemünde. Ja, also, auch geil. War auch schön, auf jeden Fall. Aber ist halt jetzt vom coolen Faktor. Ja, gell, ich weiß halt, also, yo. Digga, was ist das für ein Maid-Kostüm? Hä? Ich hab's jetzt erst gesehen. Hä? Alter, okay, das ging fix. Okay, aber gut gemacht. Ja, 1-0 für euch. Nee, auf jeden Fall, ich bin rumgekommen, ich habe viele Sachen erlebt. Ich schau das an. Oh, Kings, hey, was schickst du denn da? Jo, naja. Was ist das denn? Was ist das denn? Leute, ich kann euch beruhigen, es steht kein neues Auto bei mir. Es gab die Phase, also ich habe Stream ausgemacht und ich habe so gecheckt, okay, ich muss jetzt irgendwie leben, auf jeden Fall. Und habe auch dann da gesagt, okay, weißt du was, jeden Urlaub, den versuche ich mitzunehmen. Ich bin mit so vielen verschiedenen Freundeskreisen immer irgendwo hingedüst, einfach dieses, lass uns morgen jetzt dahin gehen. Okay, lass machen. Auch Amerika war, ach Digga, was? Amerika macht ihr? Ja, ich glaube, ach komm Digga, ich buche einfach auch, ich komme mit und so. Aber dann immer so gesagt, yo, dann lass uns aber so und so viele Tage und so ein Shit. Da war ich irgendwie immer dabei. Und das war aber auch so mein Credo, zu sagen, egal was für ein Angebot du bekommst, so für Urlaub mit Sachen zu erleben, will ich am Start sein. Darauf habe ich Bock. Und das habe ich gemacht. Dann ist das Jahr so verstrichen, so die Monate vergingen. Das Geld auch. Nein, eben nicht. For real. Ich war, I guess, schon recht sparsam. Also, es gab ein Investment, welches ich in Japan getätigt habe. 4-stellig. Und es gab, ja, nee, Amerika oder LA gab es nur 3-stellige Invests. Ja, ja, das schon. Aber ja, das war das Einzige. Hab dann aber auch gedacht, okay, weißt du was, ich bin durch. Das passt jetzt schon. Bro, hat ein Maid-Café all inclusive gut. Digga, jetzt chill doch mal. Na, ey, Mann, ich hätte so lustige... Oh, okay. Ja, also Esso war auch ein Investment, auf jeden Fall. Ja, ich bin schon viel gefahren, ich muss viel tanken, wa? Ja, na klar. Nee, ich bin wirklich viel unterwegs gewesen. Und ja, ich hätte so geile Videos von Japan. Aber das ist halt alles so highly nicht... Postable leider. Alles. Selbst L.A., selbst... Nein, so alles einfach. Scheiße. Mann, aber irgendwann kann ich erzählen.